Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ und herzlich willkommen hier in War Thunder. Wie angekündigt, gehe ich eine Runde Panzer fahren mit den Italienern. Im Vordergrund natürlich die Stuk 3G mit drinne, bei den, ne, weil die noch ausgebaut werden muss. Die hat noch ordentlich was vor sich. Stellt man sich natürlich immer so die Frage, warum kann das nicht schneller gehen? Wieso kann es nicht schneller gehen? Jo, dann geht's einfach mal auf die Schlacht. Es wäre schön, wenn alles schneller gehen würde, ne? Aber, ja. Nix geht schneller. Schön wär's. Davon kann man nur träumen. Oh! Polen. Die Polenkarte ist da, obwohl das nicht richtig Polen ist, weil, ne? Irgendwo in Polen. Irgendeine Kleinstadt in Polen. Normalerweise mache ich das hier so, ne, zum Flankieren halt mit einem leichten Fahrzeug, also mit einem Spotter, aber hey, die Stuk 3, die braucht es jetzt auch mal. Die Stuk, eigentlich heißt das ja Stu G3, aber jetzt mal ehrlich, ja. Was steht da auf seinem Panzer? Das kann ich nicht lesen. Ich könnte schwören, dass ich da ja gelesen habe, aber es kann auch irgendwas anderes kyrillisch-russisches sein. Mann, ey, wenn du mal keine verbesserten Ketten und so ein verbessertes Laufwerk da drin hast, du spürst, wie lahmarschig die Sau ist. Meine Güte, stellt euch das mal real life vor, das Ding wäre auf dem Weg zur Schlacht. Der übersteht nicht mal eine Minute um. So. Ab. Nein, daneben. Ich muss halt hier auch eher mehr vermuten, Leute. Das ist das Schlimme dabei. Normalerweise ist halt das weiße Kreuzchen zur Hilfe, aber... Also entweder ist ein Hindernis dazwischen oder ich habe keine Ahnung. Da könnte ein Hindernis dazwischen sein. Nee, die Schüsse sind wirklich extrem langsam und schlecht. Ja. Ich probiere es nicht nochmal. Ich fahre ein Stück weiter. Siehst nämlich nicht, wie sie da stehen. Doch das Ding sehe ich, den anderen sehe ich nicht. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist es sichtbarer. Boing, weg. Schwer zu sagen, wie der dahinter steht. Okay, der ist zu kurz. Der war deutlich zu kurz, der Schuss. Der hat getroffen. Und sogar den richtigen Punkt. Nochmal so ein Ding. Ah, diesmal nur das Schild. Millimeter daneben. Treffer. Sehr schön. Noch ein Millimeter ungefähr. Ich muss die Muni treffen. Nein, das MG brauche ich nicht zu treffen. Und weg. Oh mein Gott. Zweimal Meisterschutz rausgeholt. Ist schon geil, Leute. Ist schon geil. Ach, schade, der ist tot. So, da hinten KV-1. Da mache ich mich vom Acker. Wenn der mich erfasst, dann war es das. Oh, wie viel Schuss habe ich noch? 15 und 24 von der anderen. Also das war ja jetzt echt krass, ey. Aber wie viel Munition ich da verpulvert habe. Ja. Konntest du auch Breda? Konnte ich nicht richtig einwandfrei sehen. Das war irgendwie so gar nicht sichtmäßig möglich. So. Wir müssen warten. Das Ding fährt.
Ah, leichte Treffer gemacht. Ganz leichte Treffer, das bringt uns nichts. Er raucht. Ah, scheiße, der war zu. Bleib stehen, Junge. Oh, der ging drüber. Das Schlimme ist, du siehst ihn ja einfach nicht so richtig gut. Den hier sieht man jetzt. Aber der fährt jetzt da runter, so wie ich das sehe. Schön, aber nee, doch nicht. Nicht so schön, nicht so ganz so schön. Oh, KV1, das wäre eine Herausforderung hoch 3. Ah! So was von daneben. Der hier, der ist so dicht irgendwo zwischen hinten. Den kannst du nicht so richtig anvisieren. Wenn der jetzt mal stehen bleiben würde, wäre es viel einfacher. Ich will gleich fliegen, ich gehe fliegen. Abschusshilfe. Okay, na gut. Dann ebenso. So, was haben die denn da unten? Irgendein Flak. Oh, die R. Ach, das ist der Nachteil an diesem Fahrzeug. Nein! Ach, in dem Moment bewegt er sich. Oh, Komet. Wo ist der? Oh! Ja, der ist jetzt auch tot. Wow, was war das? Okay, alles mal von unten gesehen. Auch finde ich geil, finde ich nice. Grafikfehler wie diesen kennen wir ja schon. Oh, geil, ich kann fliegen gehen. Mit einem Bomber, ja, sauber. Muss ich dazu sagen, saugeil. Oh mein Gott. Die Mutter aller Bomben, würde ich behaupten. Ja, es gibt doch stärkere, aber jetzt mal ehrlich, die sind schon krass. Okay, wer nimmt gerade A ein? Der Gegner oder wie? So, einmal. Zweimal. 2, 4, so, abgelegt. Boom. Boom und komm schon. Ach, verflucht. Schön ins Haus reingedotzt. Sieht das nicht hübsch aus? Das sieht hübsch aus. Alle 4 Bomben. Nix erreicht die Bomben. Da ist die Mutter aller Bomben unter dem Arsch und dann passiert da gar nichts. Schade eigentlich. Schade. Immerhin kann ich jetzt markieren gehen. So, der ist hin. Der da hinten, ganz großes. Oh, du brauchst Hilfe. Ich bin da, ich bin der Onkel Doktor, ich repariere dich, mein Freund, alles ist easy. Wow. Ja. Komm, Ruski, auf in die Schlacht nach vorne. Noch jemand, der Hilfe braucht. Ja, ich komm. Oh. Ich kim. Ich bin da. Wo drückt der Schuh, mein Freund? So. Können da drüben schon mal ein bisschen AT runterlassen. So, der nächste markiert. Ein paar A-Richtungen ein bisschen was runterlassen. Na komm. 9 Sekunden, 8 Sekunden, komm schon. Komm schon. So. Der Doktor war mal wieder richtig fleißig aktiv. Ah, den sehe ich nicht so richtig.
Der Zoom mit dem Fahrzeug ist aber auch kacke. Im Prinzip habe ich mit dem Ding hier eigentlich gar keinen Zoom. Das wäre es jetzt gewesen. Oh. Ah, böse, böse, böse. Verflucht. Was bleibst du auch stehen, DJ? Egal, ich habe meinen Job gemacht. Ich habe zweimal Feldarzt gespielt. Was will man mehr? Jetzt spiele ich noch ein bisschen Flak. In der Hoffnung, wir erreichen damit noch etwas. Ich sehe ein Flugzeug in einem. Auf der Karte wird es angezeigt, aber hier sehe ich nichts. Das ist recht komisch. Das ist recht komisch. Wow! Königlich. Königlich krass. Oh, schade. Ich hätte die Hardkill-Munition gebraucht. Dann. Aber. Ja. Schade. Ja, wir warten jetzt. Der Gong ist schon geschlagen. Bing, bing. So. Schade. Ging aber so einigermaßen, ne? Ich meine, jetzt haben wir Meisterschuss rausgeholt. Das ist ja schon ganz geil. Auch wenn ich, okay, das halbe Magazin leer gepumpt habe. Was soll ich sagen, Leute? Es ist halt echt kompliziert, auf so Entfernung dann zu schießen. Ne? Für den einen ist es einfacher, für den anderen schwieriger. Und warum ist nur so wenig dabei rausgekommen? Also das finde ich schon wieder unverschämt hier. Ich habe auch wieder keine richtigen Booster gekriegt. Ich habe nur wieder diesen 15% Booster hinterhergeschmissen bekommen, wie es halt so üblich ist. Aber wisst ihr was? Auch wenn der 15% noch läuft, ich bin jetzt mal so Mr. Geiz. Na nee, das ist das. Und... Nein, doch nicht Mr. Geiz. Oh, verflucht. Nicht mal das können wir uns kaufen. Verdammt. Ich habe zu wenig von den Dingern. Naja, gut, dann auf in die Schlacht. Scheiß drauf. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm. Ja. Im Übrigen, das gestern, was ich irgendwann gesagt habe, mit dem Update dann da irgendeins laden und dann hinterher kriege ich Probleme mit dem Rechner. Ja, das ist auch kurzfristig eingetreten. Hat gedauert, bis mein Sound wieder in Ordnung war. Fragt mich nicht, woran es liegt, okay? Fragt mich nicht. Ich habe eigentlich damals einen richtig geilen Rechner mir gekauft. Ich habe mir einen Ryzen 7 gekauft. Ich habe vor längerer Zeit jetzt es verteuert, ja. Aber trotzdem habe ich mir dann eine RTX 3080, heißt die, glaube ich, endlich mal besorgen können. Ja, ich weiß, die ist immer noch schweineteuer ist. Man muss Prioritäten setzen. Und eigentlich habe ich alles wichtige Komponenten, die ich so benötige. Okay. Benötige. Mein Windows 10 ist eigentlich, ne? Ich will natürlich Windows 11 haben. Ich weiß nicht. Aber wenn das Windows 10 gibt mir irgendwie so das Gefühl, es ist scheiße. Und bei Windows 11, das was ich jetzt schon gesehen habe, muss ich sagen, gefällt mir. Aber warten wir es mal ab, ne? Warten wir es mal ab. Irgendwer sagte mal, ja, so krumme Zahlen bei Windows ist dann immer so ein schlechtes Zeichen. Ja. Ja, Windows 10 hat bei mir mehr Ärger verursacht als, ne? Weil ab und zu mal die Installationen schief gegangen sind, weil er mehr gekommen ist, wie zum Beispiel hier. Die Druckerversion, der Treiber ist falsch. Wen juckt's? Ich nutze keinen Drucker mehr, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich brauche keinen Drucker. Okay, da steht schon ein Kollege von uns, der tot ist. Oh, ich bin getroffen. Oh, da oben. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, komm. Komm, setz nach, komm. Meine Güte, ey. Ja. Da willst du einmal auf den Punkt fahren und kriegst dafür richtig ein eingeschenkt. Nee, warte mal. Ah, doch, 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 doch. Ich nehme den Spotter. Ich muss da hochgehen und spotten gehen. Da oben ist zu viel los.
Da ist zu viel unterwegs. Okay. Der ist markiert. Sehr schön. Langsamer fahren. Da oben hocken mindestens 2-3 Mann rum. Noch nichts in Sicht. Da. Da ist markiert. Oh Mann, ey, warum hat das nicht gleich geklappt? Und der zweite. Jetzt hat er mir schon den Schützen rausgehauen. Also so langsam habe ich da so gar nichts mehr. Ich kann nicht weg, Junge, schiebt er mich da durch die Gegend. Ich konnte nicht weg. Hat er nicht gesehen, dass ich beschädigt bin, oder war es ihm scheißegal? Es sieht sehr, sehr fluglastig da aus. Wir wechseln auf. Wer von euch war denn hier der Granatenpanzer HV? Na, wir wollen hier die volle Länge haben. Sicherheitshalber. So, der ist hin. Erstmal kurz fliegen. Oh Mann, das wird eine Kackrunde, Leute. Das habe ich jetzt schon so im Gespür. Das wird eine Scheißrunde. Können wir uns gleich einmotten. Können wir gleich. Schmeißen wir mal die weiße Fahne raus, komm. Ey, so schnell gebe ich nicht auf. Ah, der Typ macht's schlau. Er ist nicht doof. Schwenk hoch, runter, hoch, runter. Der will seine Bomben unbedingt abliefern. Er macht's richtig. Ich will sowieso nicht mehr schießen. Oh. Aber. Wo? Ach, da! Richtig bomberlastig geworden jetzt. Oh, da kommen die nächsten. Oh mein Gott. Oh Gott. Lad schneller, 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 noch schneller. Ich hoffe, der konnte nicht mehr abwerfen. Oh fuck, die stehen. Sie liegen. Oh! Alter, hat der Lack gehabt, dass der gerade ein Spawnschutz noch hat. Er hat gerade mit dem Spawnschutz Lack gehabt, ey. Na, die N1. Fiktiv. Selber durch. Tschüssi. Wird gerade richtig unangenehm hier. Lass mal AT runter. Kann ich ihn. Nee, als Flak. Ich bin eine Flak, ich kann ihn nicht reparieren helfen. Oh, verflucht, da hinten kommt was. Oh, nicht gut, nicht gut. Turm, beweg dich, Turm, beweg dich. Oh oh. Er schmeißt trotzdem noch. Oh, verflucht, weg hier. Weg hier, weg hier, fahr, 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 fahr. Oh mein Gott, ey. Oh, oh shit. Keine Chance. Keine Chance. Alter, das war ja nicht mehr heilig. Ich bin aber Platz 1. Oh mein Gott, ist das total bescheuert. Ich bin Platz 1. Aber das war ja echt mal krass, ey. Die sind ja über uns drüber geschubbert wie... Pff. Da kam die Armee. Boah, das war jetzt echt krass. War echt krass, Leute, muss man doch schon mal sagen, ey. Aber irgendwas haben sie hier an dem Ding gedeichselt. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kommt das mir effektiver als vorher vor.
Vielleicht haben sie was am Munitionsgurt gemacht. Ist kaum noch Kohle übrig geblieben. Irgendwas haben sie gemacht. Aber auf jeden Fall ist es deutlich besser geworden. Naja, gut. Jo, das war's. Jo. Ja, was machen wir morgen? Morgen ist Freitag. Ihr wisst ja, was das heißt. Morgen öffne ich wieder zwei Kisten. Und dann schauen wir mal, was so rauskommt, was so rumkommt, ne? Gucken wir mal. Tja. Generell gesehen wäre Fliegen morgen angesagt. Dass ich morgen eine kleine Runde fliegen gehe, flattern gehe. Mit wem fliegen wir da am besten mal? Wen habe ich schon lange nicht mehr geflogen und ausgepackt? Jetzt außer mal die Russen, weil. Ja. Ach, wir nehmen was. Wir nehmen die Briten. Na? Die Briten. Ne, nicht das Deck, sondern. Das erste. Das ist maximal Rating 4-0. Ja? 4-0er Rating. Kommt Leute, morgen 4-0er Rating. Dann hat jeder was zu gucken. Ne? Da hat jeder was zu gucken. Immerhin, dann kann ich hier auch mit der Vickers mal wieder ein bisschen Terror machen. Die ist. Ich hatte da schon mal ein Video drüber gemacht. Die ist schwierig zu nutzen. Gebe ich selber zu. Oh, der Stier ist aber. Oh ne, stimmt, das ist jetzt. Die, konnte ich gerade nicht so richtig erkennen. Ich weiß auch nicht. Meine Augen lassen nach. Wegen diesen extremen 47mm Kanonen. Ne? Aber ist echt geil, wenn du davon getroffen wirst. Also du hast keine Chance mehr. Dir fliegt der Flügel weg oder sonst irgendwas. Habe ich auch schon vielen Bombern mal in den Motor reingerotzt und die haben das Feuer nicht mehr ausgekriegt. Ist auch schön. Wenn du versuchst, das Feuer auszukriegen und ja. Ist nicht drin. Ja, morgen fliegen, Rating 4-0, steht fest, bumm, aus. Gut, dann euch noch einen schönen Tag. Lasst übrigens mal ein Like oder ein Abo da, wäre ganz cool. Und ansonsten, ja, bis morgen, ne? Bis dann, Leute, und bleibt mir gesund. Bis dann.